Ganz vergessen, wir kriegen ja dieses erste Item für Tails. Eins der wohl besten überhaupt. Nämlich den Booster mit Erdbeben. Ermöglicht uns so einen Scheiß. Wusch. Radadadada. Fußrodada. Okay, Child Drives habe ich auch genügend. Also von daher könnten wir eigentlich nach der Stage nochmal reingehen. Wie gesagt, Leute, immer schön hohe Kombos machen. Dass ihr sagt, Charge Unlocked Shots. Kriegt ihr mir Punkte? Es hat sich das Spiel hier voll mal von Lilith Wars abgeguckt. Und ihr solltet, was A-Ränge angeht, denn bei Tails nicht allzu große Probleme haben. Es sei denn, ihr kapiert. Und hier krepiert man gerne mal, weil die feuern sehr gerne mit Raketen. So, einmal die hier abfeuern. Rüberfliegen. Und abfeuern. Durch. Fuß runter! Und glaub ich mal. Übrigens, wir sollen auch nicht unter so einer Säule stehen, wenn die gerade kaputt geht. Ist ungesund. Let it go! Das hätte ich gern mal. Danke. Autsch. Ach, egal. Darf ich mal. Ich bin Arzt, lass mich durch. So, ab in den Chao-Garten. Und schon mal den Chao-Ki. Fuck off! Ich wollte es einfach mal getan haben. Blau. Den Schalter müssen wir nämlich drücken, sonst bleibt das Ding da nicht oben. Da wäre nämlich gerade gleich was runtergekommen. Ihr werdet gleich sehen, was. Also wie gesagt, ihr könnt auch den, das Unloggen könnt ihr nicht zu lange machen, weil euch sonst einfach alles verloren geht, was ihr angepassiert habt. Und zwar wirklich alles. Deswegen immer schön, das muss man abschätzen können, aber mit der Zeit lernt man das. Die Musik ist hier im Spiel so laut, die übertönt alles. Sogar mich. Aber naja, die Musik ist gut. Zur Not muss ich sie manuell runterschrauben. Nee, ich warte hier, ich kenne den Scheiß. Genau. Ich bin da so oft runtergefallen und gestorben, weil da diese Brücke runtergefallen ist und ich meistens von einer Bombe erwischt wurde. So, ja, boom. Wieso ist denn eigentlich überall TNT angebracht? Abspacken! Was soll das? Boah. Mein Hals kratzt, ey. Bin ich zu laut? Nein. Boah, da haben wir die Stage aber auch gleich schon. Und Problem ist, was ihr gleich sehen werdet, sobald ich die Stage beendet habe. Ein sehr interessanter Fakt, was eine Sondermission angeht. Nämlich. Ja, dass ich es gedidet habe. Nämlich ist die zweite Mission der Sondermission immer 100 Ringe sammeln. Es gibt hier gerade mal 104. Ein B. Kann ich mitleben. Ab in den Chao-Garten. Nochmal unseren Kleinen ein bisschen helfen. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich den bösen kleinen Teufel da, den mit dem bösen Grinsen nennen soll. Was den Guten angeht, muss ich mir noch überlegen, wie ich ihn nenne. Ihn, sie, whatever. Es. Es ist ein Chao. Ich weiß gar nicht, haben Chaos Geschlechter. Ja, Tails ist da ein bisschen anders, der kann fliegen. Eigentlich ein nettes Gimmick. Wie Eggman in den Chao-Garten geht, ist eine Sache. Eine Sache, auf die ich am liebsten nicht eingehen würde. Ich. So, Kleiner, du verziehst dich, dir gebe ich nämlich gar nichts. Ich. Ja, Tails sagte mal ich, wieso ich? Und das erste Fliegen-Level up, sehr schön. Er hat noch gar nichts an Power. Ich frage mich echt, wie der Kleine nachher aussieht.
Er kriegt auf jeden Fall zwei Zöpfchen auf den Kopf, das sehe ich jetzt schon. Ja, der hat kaum Power. Ich glaube, wir müssen mal ein paar rote einsammeln für ihn. Da die Merkmale für einen Heldenschau, die machen sich jetzt schon langsam bemerkbar. Er sieht auch viel freundlicher aus als sein Kollege. Kriegt jetzt auch mal was zu essen. Der braucht mal sein Stamina-Level. Ich vermute aber, es wird ein Run-Type. Weil er hat schon zwei auf Run. Aber ich glaube, ich mache ihn relativ ausgeglichen. Das nächste Mal werde ich ihm aber ein paar mehr für Power mitbringen. Weißt du, hier. Düff, düff, düff. Ich. Und du sollst wenigstens dein Level noch bekommen. Was auch interessant ist, wir sind Run schon auf Level 2 und wie das Ganze von den Punkten verteilt ist. Ich denke mal, so ein bisschen hängt es auch davon ab. Jedenfalls Zufall. Ich meine, Swim und Fly sind beide auf Level 1 und ich meine, ja, guckt euch das an, die Punktunterschiede. Ich bin leider kein Chao-Experte, aber ich weiß ein bisschen was. Komm. Und du? Nein, nicht streicheln. Hassen! Geh aus dem Wasser, du Pisser! So. Der muss nämlich dark werden und ihr seht schon, wenn wir ihn schlechter behandeln, der wird schon langsam dunkel. Hat aber Angst, also wir gehen jetzt, den lassen wir jetzt einfach in Ruhe die nächste Zeit. Und er hier wird halt weiß. Da merkt man schon so diese kleinen Unterschiede. Und Joshua! Murphy, Murphy! Guckt euch diesen Blick an! Wohl so. Was macht der mit mir? Ich habe Angst. Aber ich mag die Kleinen. Der ist so süß. Gut, machen wir weiter. Ich möchte auch hier durch den Chao-Garten den Spielverlauf nicht zu sehr aufhalten. Deswegen gehe ich immer nur alle drei, vier Stages hier mal rein. Ach, Mine, hier kriegen wir wieder ein richtig nettes Item. Aquatic Mine. Finde 3 Stücke des Master Emeralds. Geil. I didn't expect the inside of the mines to be like this. This is gonna be tougher than I thought. Ja, erstmal müssen wir nämlich was erledigen hier. Hier gibt's nämlich was, was sehr, sehr Wichtiges. Dafür muss ich hier einmal nach oben. Und dort muss ich das hier aktivieren. Dieses Level besteht nämlich sehr viel daraus, dass man den Wasserlevel kontrolliert. Und jetzt müssen wir einmal hier rein. Und tauchen. Aquatic Mine besteht sehr viel aus Tauchen, deswegen ist es nicht unbedingt mein Lieblingslevel. Aber, Problem ist, Knuckles hat nur begrenzt Luft. Sprich, er krepiert irgendwann, wenn er keine Luft kriegt. Ihr hört. Aber das ist alles kein Problem. Wir sind schon oben und wir kriegen das Air Necklace. Air Necklace sorgt dafür, dass wir unter Wasser unbegrenzt atmen können. Knuckles ist der einzige Charakter im Spiel, der das jetzt kann. Und es wird auch keinen anderen geben. Naja, mal davon abgesehen, Knuckles ist auch der einzige, der es braucht. Es gibt nämlich keinen weiter, der, soweit ich weiß, richtig von Unterwasser-Mobilität profitieren muss. Mal abgesehen von ihm. Von daher muss man sich jetzt zurechtfinden. So, aber da wir haben schon mal das Wichtigste erledigt jetzt. Und jetzt können wir uns auch auf die Emerald-Suche machen. Aber das ist immer so ein wichtiger Punkt, vor allem für die letzte Stage wird das sehr wichtig sein. Weil die letzte Stage besteht nahezu komplett unter Wasser. Drei Ventilatoren. Ach, ganz oben. Ich weiß, wo der ist. Da, man sieht ihn schon. It's close. So. Darf ich mal? Dankeschön. Voll eng, ey. Das heißt, was mir an dem Spiel nervt, ist ein bisschen die Sprung-Engine. Aber, was? Minen? Minen?
Karbala. Was? Minkarabalababa. Ein Minenballaballaplatz. Da sollten wir nicht drauf springen, das ergibt sich aber, glaube ich, von selbst. Na? Schalte Nummer 1 oder Nummer 2? Oh, Tiere! Von Tieren bin ich gar kein Fan, bin ich ganz ehrlich. Aber habe ich ja schon mal gesagt. Ich glaube, wir müssen da einen Schalter für aktiviert haben. Erledigen wir das mal schnell. Einer müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Wo ist er? Schmaler Pfad unten. Ja, ich weiß wo. Dafür muss ich jetzt aber wissen... Ach ja, die waren ja ganz oben, ich Idiot. Stimmt, ich dumm. Ey, hoch da. So. Wisst ihr nicht, dass sich das sehr merkwürdig anfühlt, jetzt auf einmal YouTube-Partner zu sein? Ganz ehrlich, na, was heißt hier YouTube-Partner? Ich bin im Grunde ja nur dank TGN-Partner geworden. Und ja, es fühlt sich echt merkwürdig an, auf einmal solche Freiheiten zu haben. Aber es ist nice. It's closer. Ah, da. Gibt's sogar noch 400 extra Punkte für? Lol. So, suchen wir den letzten. Vor allem bei Knuckles ist immer so eine Rap-Musik. Ich habe jetzt nichts gegen Rap-Musik, aber naja. It's different. Okay, da muss oben sein. Die Stage ist zum Glück sehr durchschaubar, wie ich finde. Ich glaube, ich weiß wo. Ja, hier ist es irgendwo. Ah, genau. Ja. I can't. Ja, du kannst. Oh, ja, geil. Hier ist es irgendwo. Zeig dich. Ich hab gesagt, zeig dich. Fraps. Na komm. Wo? Hier, nee. Geht doch. I found him. Das ist immer so komisch. Du buddelst und buddelst und buddelst, aber findest sie nicht. Aber Knuckles geht überwiegend auf den Zeitbonus, der jetzt hier gerade miserabel war. That was tough. Und nun D. Oh, bei Knuckles muss man sich echt einüben wieder. Ich kann das gar nicht mehr. Oh Gott. Ach ja, ach ja. Naja. In der Hauptstadt. Und auf einmal ist es wieder Tag. Sheesh. There always seems to be a lot of police around when you don't need them. Tails, any news yet? For some reason, I'm not getting a signal from the 6 remaining Chaos Emeralds. Maybe Eggman took the emeralds into outer space. Outer space? Die Fresse gerade war unbezahlbar. Hey guys, long time no see. I must have got lost in the mines. Looking for the Master Emerald pieces was tougher than I thought it would be. Where are we anyway? Hey, where are you going? Move aside, Knuckles. I managed to find the transcripts between Eggman and the President in the government computer. I'm following the President's limo right now. If we get into the limo, we can trace the call to find Eggman. Okay, let's meet up there.